Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist irgendwas anders. Die weiße Couch ist weg. Der Minion ist verschwunden. Nur der Julian, der ist immer noch hässlich. Ich bin endlich in der neuen Wohnung. Der Umzug ist vollbracht. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich die Tage irgendwie mal so eine kleine Roomtour mache und euch mal ein bisschen zeige, wie es hier drin bei uns aussieht, wie so eine Beauty-YouTuberin, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Heute gibt es ein neues Format, beziehungsweise ein Format, was ich sonst eher auf meinem zweiten Kanal bringe. Paranormal. Ein Format, in dem ihr mir da draußen eure spannendsten, eure krassesten, gruseligsten, unerklärbaren Erlebnisse zusenden könnt, die euch wirklich passiert sind. Und wir dann gemeinsam versuchen, eine Lösung dafür zu finden, um das Ganze zu erklären. Und genau das werden wir heute mal machen. Ich dachte, ich mache das jetzt ab und zu mal auf meinem Hauptkanal und baue mir dann hier so ein bisschen gruseliges Licht auf. Heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte vom lieben Richard. Fangen wir an. Hallo Julian, ich will nicht sagen, dass ich hässlich bin, aber der große Frauenheld war ich noch nie. In der 6. Klasse haben meine Klassenkameraden mal einen Fake-Account von einem hübschen Mädchen auf Facebook erstellt und verschiedene Leute damit angeschrieben. Und ich bin darauf reingefallen, habe dem Fake-Account einige mega peinliche private Dinge über mich erzählt. Und die gesamte Schule hat sich über mich lustig gemacht. Diesen Ruf habe ich nie verloren. Deswegen war es für mich immer schwierig, an der Schule jemals eine Freundin zu finden. Weil wer will schon mit dem Jungen zusammen sein, über den so etwas was bekannt ist. Ich habe es dann mal mit Dating-Apps versucht. Einfach Mädchen kennenzulernen, die in der Umgebung wohnen, aber nicht auf unsere Schule gingen. Auch dort gibt es ja reichlich Fake-Accounts, aber dieses Mal wollte ich besser aufpassen. Ich lernte dort ein Mädchen kennen, das wirklich Interesse an mir zeigte. Sie schien auch echt zu sein. Ich ließ sie ein Bild mit einem R auf ihre Hand mir schicken, damit ich sehen konnte, dass sie echt ist. Ich weiß, das klingt, als hätte ich kranke Paranoia, aber ich habe noch immer so ein kleines Trauma von dieser Fake-Aktion. Sie schickte mir das Bild. Es kam so weit, dass wir uns treffen wollten. In einem Starbucks bei uns in der Stadt. Ich war etwas aufgeregt, du weißt ja, wie so etwas ist. Auf Bildern kann man sich ja immer gut aussehen lassen. Aber die Realität trügt nicht. Würde sie mich überhaupt noch okay finden? Ich hatte Angst, dass sie gar nicht erscheinen würde, dass ich wieder verarscht werden würde. Aber nein, sie, nennen wir sie Lisa, saß bereits da, als ich ankam. Wir umarmten uns, sie war nett und hübsch, wir smalltalkten. Kurz danach bestellten wir Getränke. Sie musste kurz auf die Toilette. Als sie wiederkam, tranken wir etwas von unseren Getränken. Ich nahm den ersten Schluck und wurde auf einmal ohnmächtig und sackte zusammen. Mir wurde komplett schwarz vor Augen. Als ich wieder aufwachte und meine Augen öffnete, lag ich in meinem Bett. Zu Hause. Aber was war passiert? Ich schaute auf mein Handy, das konnte nicht sein. Erst in 2 Stunden war mein Date eigentlich. Aber wie konnte das sein? Ich war wohl eingeschlafen und hatte geträumt, dachte ich zu diesem Zeitpunkt. Ich machte mich fertig, ging wieder zum Starbucks, aber alles sah so aus wie in meinem Traum. Die Leute, die Kellnerin, sogar Lisa, alles war genau gleich. Wir smalltalkten wieder, bestellten zusammen, sie ging dann aufs Klo und ich wurde wieder ohnmächtig. Wieder wachte ich bei mir im Bett auf, 2 Stunden früher. Wie konnte das sein? Ein Traum in einem Traum, quasi wie bei Inception? Dieses Mal haute ich mir kaltes Wasser ins Gesicht, um zu gucken, ob ich wach war. Dann ging ich wieder zum Starbucks. Auch dieses Mal war alles gleich. Begrüßung, Smalltalk, sie geht aufs Klo, die Getränke kommen. Aber dieses Mal machte ich etwas anders. Ich tauschte unsere Getränke aus, während sie auf der Toilette war. Als sie wiederkam, war alles wie immer, wir beide nahmen einen Schluck. Doch diesmal passierte nichts. Weder mir noch ihr. Es war wohl einfach ein Traum gewesen, dachte ich mir. Wir gingen danach zu ihr nach Hause und dann passierte es. Wir landeten im Bett. Mein Junge. Sie wollte sogar mit mir zusammen sein. Ich weiß, das ging ein bisschen schnell, aber ich, Idiot, habe direkt ja gesagt. Du musst mich verstehen. Sie wollte mich am nächsten Tag von der Schule abholen. Mein nächster Fehler war, ich erzählte direkt ein paar meiner Kumpels, wie ich dachte, dass ich nun eine Freundin hätte, die mich am nächsten Tag sogar von der Schule abholen würde. Jeder würde es sehen und ich würde es allen heimzahlen. Doch meine Kumpels erzählten das weiter, bald wusste es die ganze Schule, dass ich angeblich eine Freundin haben sollte und es sprach sich rum wie ein Lauffeuer. Dann stand ich nach der Schule da, wartete auf sie, aber sie kam nicht, sie kam einfach nicht. Es kam mir vor, als würde mich jeder beobachten. Ich rief sie an, doch am Telefon hieß es, dass ihre Nummer nicht mehr belegt sei. Ihre Nummer existiere gar nicht. Das nächste Verblüffende, ihre Social Media Accounts waren auf einmal alle weg. Dann fuhr ich selber zu ihrer Wohnung mit dem Fahrrad und klingelte. Immer wieder klingelte ich, aber es machte keiner auf. Ich klingelte bei einer Nachbarin und die meinte, dass die Wohnung seit 2 Monaten leer stehe. Ich war total verwirrt, ich konnte mir das alles nicht erklären. Von Lisa hörte ich nie wieder was. Ich habe es geschafft, ich bin wieder das neue Gespött an der Schule. Das Ganze ist über 4 Monate her, aber immer noch fragen mich Leute, wo denn angeblich meine imaginäre Freundin sei. Julian, kannst du mir bitte irgendwie helfen? Kannst du mir irgendwie diese Geschichte erklären? Okay.
Okay, also du tust mir irgendwie so ein bisschen leid mit deiner ganzen Geschichte. Also das mit dieser immer wiederkehrenden Szene erinnert mich irgendwie an einen Film, den ich mal geguckt habe. Der hieß, glaube ich, Source Code. Da ging es auch um so eine Szene, die sich immer wieder wiederholt hat. Aber ich kann mir das auch nur mit so einem Traum erklären. Also ich hatte das auch mal, dass ich so einen Traum in einem Traum hatte und aufgewacht bin, aber dann gar nicht wirklich aufgewacht bin, sondern immer noch in einem Traum war. Aber dass da immer dasselbe passiert und dann sogar noch in der Realität noch dasselbe passiert, wäre schon ein ziemlich merkwürdiger Zufall. Und warum das Mädchen verschwunden ist? Ich kann mir halt höchstens vorstellen, dass es eine war, die wirklich nur auf so einmal aus war. Und wollte einfach mal ihren Spaß haben in einer fremden Stadt, hat halt sich mit ihr getroffen und ist danach komplett verschwunden. So kann ich mir das nur erklären und es bleibt dann natürlich mysteriös mit dem Traum, den du hattest. Wenn ihr eine Erklärung da draußen habt, dann schreibt sie natürlich in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was euch so einfällt. Das war's von mir, liebe Freunde. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.